Hallo und herzlich willkommen zu dem neuen Let's Play, und zwar bei Spec Ops The Line, ein bisschen älteres Spiel. Ja, ich habe es mir aber schon lange vorgenommen zu spielen, schon eigentlich seit es draußen ist. Bin nie dazu gekommen, hatte das Spiel nicht, dann gab es mal gratis, ich weiß nicht mehr wann das war, habe es mir geholt, bisschen Koop gespielt mal, war nicht lange, eine Dreiviertelstunde, aber Kampagne bin ich nie dazugekommen. Jetzt habe ich die Möglichkeit, ich will es mit euch teilen, deswegen, ich habe auch noch nie gespielt, hier sieht man, Spiel fortsetzen gibt es nicht. Ich mache einfach mal neues Spiel. Was ist das? Achso. Ja. Ich darf mal sagen, einfach mal normal. Ich glaube, das ist leicht, mittelschwer und das Extrem muss ich freischalten. Deswegen mache ich einfach mal normal auswählen und wir starten gleich. Ich werde den Kerl nicht los, Walker. Langsamer durchhalten! Hast du den Verstand verloren? Glaub mir! Hab ihn! Das war nicht der Letzte! Ich sehe sie! Kurzen Moment, es ist wirklich laut, deswegen mache ich hier mal noch mal ein bisschen Soundeffekte. Ich weiß nicht, warum das so laut ist. Ich habe eh schon ganz runtergeschraubt. Okay. Das war zu knapp, Walker! Schalt den Kerl aus! Ja, ich treffe nichts. Scheißegal! Halt das Ding ruhig! Ganz schön viele Hubschrauber. Scheiße, seht ihr das auch? Jo, Sandsturm, nähert sich schnell! Los, bring uns hier raus! Nicht mit den Typen am Arsch! Dann bring uns hin! In den Sturm? Spinnst du? Werden wir sehen. Nicht sagen, weil es auch so laut war und actionreich. Früher war alles besser. Grafikqualität in der Spiel ist von 2012, ist jetzt nicht der Burner. Ist John Conrad der beste Offizier, den ich kenne? Ich weiß nicht. Damals in Kabul hat er meinen leblosen Körper einen Kilometer zum Rettungshubschrauber geschleppt. Ich bin vielleicht voreingenommen. Aber die Fakten lügen nicht. Der Mann ist ein verdammter Held. Damals die ersten Stürme in Dubai. Dubai. Habt ihr wahrscheinlich daheim gemütlich im TV verfolgt. Conrad führte die Damned 33rd aus Afghanistan raus. Aber statt heimzufliegen, meldete er sich mit seiner ganzen Truppe zur Evakuierung. Schätze, ihr habt nur gespendet. Es heißt, Conrad erhielt Order abzuziehen. Er verweigerte den Befehl und die 33. hielt zu ihm.
Es ist immer noch nicht so recht klar, was dann passiert ist. Sicher ist nur, die Stürme wurden schlimmer. Immer schlimmer. Die letzte Nachricht aus Dubai besagte, Conrad führe einen Tross Überlebender aus der Stadt. Das war vor 6 Monaten. Dann, vor 2 Wochen, fingen wir diesen Funkspruch auf. Hier spricht Colonel John Conrad. Der Versuch einer Evakuierung Dubais war ein kompletter Fehlschlag. Spec Ops. Slack. Verluste. Zu viele. Hey, Cap! Captain Walker! Was gibt's, Logo? Es gibt ein Problem, Sir. Geht's um die Mission? Nein, Sir. Dann wende dich an den Lieutenant. Verstanden. Lieutenant Adams? Was gibt's, Sergeant? Wie ist Ihr Status? Status ist wund, Sir. Wund, Sergeant? Ja, Sir. Feinkörniger Gegner ist in US-Gebiet eingedrungen, bekannt als meine Hose. Sir. Klappe, Idiot. Gentlemen, willkommen in Dubai. Yep, immer noch tot. Werden wir sehen, Sergeant. Hast du das Funksignal geortet? Ja, Sir. Etwa 800 Yards entfernt. Also 800 Yards, bis wir sehen, wer mehr Scheiß redet. Du oder die Aufklärung? Wow. Wäre ich nicht so eine Killermaschine? Wäre ich jetzt verletzt? Special Guest Concord. Okay, denk daran, das hier ist ausgewiesenes Niemandsland. Das heißt, wir sollten nicht hier sein. Alles streng nach Vorschrift, okay? Aber klar doch. So, los geht's. Damit nochmal herzlich willkommen okay, bei Spec Entdeckung Ops The Line. Jetzt gehen wir erstmal in Deckung. Bisschen das Tutorial mal durchmachen. Zielvorrichtung checken. Rührt sich was? Nein, alles okay. Gut. Okay. Wow. Was in Dubai passiert, bleibt in Dubai. Los, suchen wir einen Weg nach unten. Alles klar. Ja, wir runterspringen. Das Sand ist doch ganz weich, oder? Natürlich, die ganzen Kahnen in Dubai. Umschalt, links, alles klar. Das ist also übrig von der 33. Der Stab sieht das anders, sonst wären wir nicht hier. Hey, hier ist ein Seil. Dann wollen wir mal. Zufällig auch 3 Seile. Ja, was war denn das? Whee! Whee! Es reicht, Logo. War nur ein kleiner Spaß, Boss. Lass den Quatsch. Konzentrier dich auf die Mission. Was für eine Mission denn? Okay, wir fühlen so hier einem toten Hund den Puls. Unsere Befehle sind klar. Wenn wir wen finden, hauen wir sofort ab. Das Hauptquartier schickt die Kavallerie, wir fliegen heim. Hey, habt ihr das gehört? Willst du uns verarschen? Wie kannst du sowas fragen? Da ist keiner, Mann. Klingt wie der Funkspruch. Ha. Ich könnte schwören, ich hab wen gehört. Kommt, bringen wir es hinter uns. Sind das nicht ein bisschen viele Koffer für diesen Bus? Also ich will ja... Das ist ja hier schon alles voll, ne? Und das alles soll irgendwie rausgeflogen sein? Was? Bisschen viel Gepäck. Achso, da auch. Oh, Umschalt. Ja, mit der Steuerung müssen wir ein bisschen klarkommen. Ist da wer? Ist da jemand? Vergiss es. Da ist niemand. Und was wollen wir dann hier? Lugo hat schon recht. Bist du jetzt auf seiner Seite? Wo er recht hat, hat er recht. Hey, der Stab sagte, seht euch um und das tun wir. Ich weiß nicht. Nicht gerade ein Job für 3 eiskalte, super gut aussehende Delta-Operators wie uns. Nimm's als bezahlten Urlaub. Also ich bevorzuge Strände mit einem sexy Lady zu Leichenverhältnis von 3:1. Lugo, hörst du dir eigentlich selbst mal zu, wenn du so einen Scheiß redest?
Nein, tue ich nicht, Sir. Das würde mich nur aus dem Konzept bringen. Ich brauch gar nichts sagen, der redet durchgehend. Ich finde das ganz interessant, was der labert. Nur Scheiße. Gefällt mir. Ich hab so ein Gefühl, man beobachtet uns. Gut, man soll ruhig sehen, wie sexy ich im Job rüberkomme. Hier scheint's zu sein. Ist es frisch? Es tropft ja noch. Ja, das ist es. Was immer es auch ist. Was soll das jetzt heißen? Das ist ein Notrufsender, aber kein militärischer. Ist wohl aus Ersatzteilen gebaut. Und von wem? Keinen blassen Schimmer. Verdammter Mist. Walker, sieh dir das mal an. Hab ich schon. Oh, Scheiße. Der war da nicht drin. Ich hab so könnte man das auch sagen. Die Leiche sieht frisch aus. Ist sie auch. Einer von der 33. Wer hat das getan? Wahrscheinlich dieselben, die uns hinterhergeistern. Ah, das war nicht die Frage. Keine Sorge. Ich schätze, das finden wir schnell raus. Mein Name ist Captain Martin Walker. Wir suchen nach Überlebenden. Warum? Um uns auch zu töten. Was tun Sie? Markaufmeldung sind am Reich. Ihr sprecht Farsi? Vielleicht verstehen wir uns besser. Agar interim harf besser nim. Sehr gut, Lugo. Das kann sehr schnell überkochen, Walker. Schon klar. Hast du eine Idee? Siehst du den Booster? Der ist voller Sand. Wenn es zu heiß wird, schießt die Scheiben aus. Das bringt uns einen Vorteil. Oh, ich bin schon fast tot. Oh, Alter, das ging schnell. Verdammt, wir sind die Kerle. Flüchtlinge, Überlebende des Sturms. Ist doch gut. Wir sollten den Stab anfunken und Bescheid sagen. Nur zu! Ja, ich wusste nicht, ob ich schießen soll. Ich hab mich gefragt, weil ich dachte, ich kann mich vielleicht anders regeln. Also warten, Wer ist denn? Über die Düne kommt noch mehr! Ja! Wir sind in Position! Erwarten deine Befehle! Jetzt geht's! Los! Was ist der für... Los, weiter! Hinten raus! Nachladen ist nicht... Ah, doch, ist er. Granate! In Deckung! Hallo? Wo steckt der? Reklametafel da drüben! Sag Bescheid und ich schalte ihn aus! Maus 3? Erwarte Befehle, Captain! Ist hier den Gegner? Lugo, schalt ihn aus! Ja, Sir! Achso, das wusste ich gar nicht, dass man da Befehle angeben kann. Rücke aus! Oben auf den Boss! Schalt ihn aus! Ziel ist in Sicht! Vorrangiges Ziel! Feuerbündel! Verstanden! Ich lege ihn um! Neutralisiert! Granate raus! Ist tot! Da kommen noch welche aus dem Frachtcontainer! Alter! Habt ihr das gerade gesehen? Der hat 1000 Teile zerfetzt. Rüber zu dem Container! Was? Alter, das war mal... Hallo, nicht da. What the fuck? Alter. Was? Ich mach nicht. Ich geh da rein. Lade da! Walker, die Tür! Welche Tür? Yes, Mother! Im Nahkampf genommen wieder Umschalt links, um sie zu exekutieren. Umschalt links. Ja gut, das ist ja mal nicht so spannend. Ach doch, so. Ja, schon ganz schön brutal. Ich denke, wir sollen hier Menschen retten. Ein Schuss hat's auch getan. Aber Muni sparen. Ich empfange einen Notruf. Lass mal hören. 33. Hier Alpha Patrol. Werden angegriffen. Ich wiederhole, sind von Rebellen umzingelt. Brauchen sofort Hilfe. Scheiße! Maßen hat's erwischt! Wir brauchen Hilfe! Lugo, Distanz!
Circa 100 Meter entfernt. Los, kommt! 100 Meter. Vorsicht, Kontakt! Oh. Feuert auf das schwere MG! Verstanden, ich lenke ihn um! Feind ausgeschaltet! Auf dem Schuppen! 12 Uhr! Flanke im Anmarsch! Mach schon, du Scheißding! Oh, der geht zu mir. Ah, stirb! Hier lang! Achso, sind wir durch, oder wie? Hat er schon selbst gemacht, gut. I'm reloading, cover me! Oh, nee, doch Mayday, nicht. Mayday, Mayday! Ihr Alpha Patrol! Erbitten sofortige Unterstützung! Hört uns jemand! Alpha, wenn ihr mich hört, wir sind unterwegs zu euch. Scheiße. Gott sei Dank. Ich glaube, Martin ist tot. Sind Sie verletzt? Ist noch jemand bei Ihnen? Wir sind zu viert. Alles okay, aber uns geht die Munition aus. Lang geht das nicht mehr gut. Gut, haltet durch. Wir sind gleich da. Wie sieht's aus? Unsere Jungs sitzen im Rumpf fest. Die haben uns noch nicht entdeckt. Wir sollten Schalldämpfer nehmen. Gute Idee. Killt sie, bevor sie uns sehen. Sehe Schalldämpfer. Feind am Boden. Kill gut bestätigt. Los, weiter, aber unauffällig. Ich hab Sand in der Kanone. Augen auf! Da kommt eine Schrotflinte! Feind im Anmarsch! Was? Achtung, Feind! Welche Schrotflinte? Wer? Was? Ich dachte, die haben uns noch nicht entdeckt gehabt. Okay, krass. Unsere Jungs sitzen im Rumpf fest. Die haben uns noch nicht entdeckt. Wir sollten Schalldämpfer nehmen. Gute Idee. Killt sie, bevor sie uns sehen. Scheiße, Planer! Feind am Boden. Sie und gemacht. Eliminiert. Los, weiter, aber unauffällig. Da kommt einer mit einer Schrotflinte. Wo denn? Sie sind da drüben. Ich sag doch. Tragfläche. Wo? Feind am Boden. Jetzt pass mal gut hin. Ich glaub, den Schalldämpfer kann ich wieder runterschrauben. Ziel ist tot. Vorsicht! Ach, hier war der Typ in der Schule. Der hat sich hier versteckt gehabt. Deswegen war ich sofort tot. Also, dass man. Weites Ziel! Erledigt ihn! Ich leg ihn um! Das finde ich geil, dass man denen so Befehle geben kann, wen die erledigen sollen. Da drüben! Hinterher! Was hinterher? Nee, nicht hinter uns. Ich schieße! Oh, Scheiße! Da kommen noch mehr aus dem Heck raus! Verteilt euch! Geht in Deckung! Legt ihn um! Hopp ein! War's perfekt. Ja, kommt, Leute. Dankeschön. Ja, wenigstens ein bisschen zuverlässig. Brauchen sie mal ein bisschen lang, aber es wird erledigt, wenn ich sage, dass die ihn killen sollen. Mist, bin leer! Da! Hey, hier rüber! Haltet sie auf! Verdammt! Los, Feuer! Oh, Schrotflinte auf dem Feld! Nein! Killt ihn! Ach, danke. Oh, ich muss kurz Leben regeln. Irgendwie, holy shit. Und das Fahrwerk ist drin. Gott sei Dank ist das der letzte. Hoppla, kleiner Scherben. Aber kein Problem. Ich weiß nicht, der Wetterbericht war nicht so toll. Hätten wir warten sollen? Keine Chance. Diese Leute zahlen den vierfachen Preis, um schnell rauszukommen. Wenn wir nicht liefern, sind wir total am Arsch. Das ist kein Scherben. Oh, Scheiße! Ist das Sand? Scheiße. Sturm auf 6 Uhr. Der ist ja gigantisch. Schneller steigen. Zieh hoch, Eric. Zieh hoch. Die Triebwerke fallen aus. Wir haben einen Flammenabriss. Triebwerk 1 ist tot. Shit. Check Triebwerk 2. Tja. Da hat er wohl den Sandsturm nicht überlebt. Bin unterwegs. Scheiße. Die sind im Flugzeug. Seid achtsam, wir könnten überall sein. In dem Durchgang!
Sie sind da drüben in Deckung! Ja, wir sind da drüben in Deckung, was? Oh, oh, hinter uns ist nichts? Nee. Ich trau mich da jetzt nicht raus, weil ich hab Angst, dass da gleich einer um die Ecke. Andere Position, gib mir Deckung! Oh, okay. Kann man zerstören. Oh, die sind schon rein, da kann ich auch rein. Wir kommen, haltet durch! Feind ausgeschaltet! Sie haben sie getötet, verdammt! Ich bin unterwegs! Ich rücke vor, verdammt! Wisst ihr was? Ihr könnt auch mal wieder was tun. Feuer konzentriert! Hab ihn! Perfekt, geil. Mach ich den dann noch und dann ist... Kann ich vielleicht... Ist er noch irgendwo? Nee. Na. Gib mir Deckung, ich lade nach! Die Mucke ist geil. Nein! Der ganze Kopf weg. Scheiße! Eine Geiselnahme! Ruhig, lassen Sie ihn gehen! Nicht näher kommen! Schnell jetzt, Walker! Mach was, Walker! Sonst ist er tot! Ich sage... Hab einen! Dankeschön. Neutralisiert! Hat der jetzt überlebt? Ja. Oh. Naja, die ganze Patrouille haben wir jetzt nicht gerettet, aber... Schnell, sag was, Boss! Er stirbt uns! Wir helfen Ihnen. Halten Sie durch, ja? Lasst mich. Sie haben McPherson. Ihr müsst ihn finden. Klar, aber Sie müssen mir sagen, wohin er gebracht wurde. Sie haben ihn ins Nest gebracht. Nest? Ins Nest, gut. Und was ist mit Conrad? Ist er am Leben? So eine Scheiße. Lugo, markier die Leichen auf dem Tag. Adams, such draußen nach Spuren. Ich möchte wissen, was in dieser Stadt los ist. Eine Menge Spuren Richtung Norden. Dann folgen wir ihnen. Ich dachte, wir sollen zum Nest. Ist das zufällig im Norden? Ich will ja nichts sagen, aber das ist nicht direkt unsere Mission. Die wurde in dem Moment zur Rettungsaktion, als wir ermordete US-Soldaten gefunden haben. Befehlsverweigerung, cool. Was sollen Befehle, wenn dadurch Kameraden sterben, Lugo? Wenn Conrad noch lebt, wovon ich ausgehe, würde er sicher dasselbe sagen. Hier enden die Spuren. Ist wohl das Nest. Sehr idyllisch. So postapokalyptisch. Nicht leichtsinnig werden. Die Kerle haben 4 Soldaten getötet und einen weiteren gekidnappt. Ui, da erstmal schön chillen, im Ventilator, sich ein bisschen den Sand in die Fresse treiben. Oh, was Geheimnis? Oh. Cool, hör mal. Ah, das Paradies der Reichen, Dubai. Noch nie habe ich einen schöneren Schrotthaufen gesehen. Murdochs Bubis haben sich verdrückt, aber ich bleibe hier, Baby. Der große Sturm. Ein exklusiver Augenzeugenbericht über den Fall von Dubai. Verdammt, wenn das nicht nach Pulitzerpreis klingt. Apropos, ach scheiße, ich brauch noch was Nettes für den Colonel. Ein kleines Danke dafür, dass ich hier sein darf. Wenn ich an ein paar Bilder vom Sandsturm komme, gleich hab ich's. Gleich hab ich's. Scheiße, langweilt total. Na komm, gib mir was. Alles klar. Ich würde mich jetzt auch hier hinlegen, ein bisschen Musik hören. Lade da! Sie haben uns entdeckt! Ich fange an zu schießen, plötzlich fangen die auch an zu schießen. Das ist eine schöne Aussicht. Oh ja. Der fällt auf. Bisschen. Aha. Ob das originalgetreu ist? Ich glaube nicht, oder? Ich glaube, damals war das noch nicht so originalgetreu. Zweifle ich mal gar nicht. Der bewegt sich noch. Wir stehen unter Feuer! Oh. Granaten.
Jede Menge. Da legt wohl jemand Wintervorräte an. Nice. Wir sollten möglichst viele mitnehmen. Wäre schade drum. Kollege, wir los! Wichser! Zeig dir, was du drauf hast! In Deckung! Am Geländer! Sie sind jetzt da drüben! Los! Werfe Granate! Bedrohung eliminiert! Alter, das ist ganz schön heftig. Allgemein, wenn die wegfliegen, tausend Teile zu rissen. Ich will jetzt da drüber springen. So, ja, die Steuerung ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Augen auf! Halt mit Schrotflinte! Granate! Mit der Granate! Ohne eine Ruhe! Scheiße! Alter! Hört ihr auch Musik? Oh, ja. Oh Gott, wir haben ihn getötet! Wechsel Position! Ja. Ja. Warum ist er die ganze Zeitlupe? Vorsicht! Ich glaube, das war's. Okay, dann los weiter. Good show, merci. Naja. Waterbeast. Lüge auf das Deutsch. Aus den Lautsprechern da. Selbst gebaut. Genau wie der Sender vorhin. Na ja, gut, gehen wir weiter. Sieht geil aus. Achtung, Einmeldung. Ein ungerechtfertigter Angriff auf die 33. heute bedeutet, richtig, das Ende des Waffenstillstands. Rebellen, die sich ergeben möchten, melden sich bitte beim nächsten Außenposten. Alles weitere dort. Haha! Und nun zurück zu unserem normalen Programm. Los geht's! Ich möchte zu Protokoll geben, dass das alles ziemlich schräg ist. Was schräg? Total abgefahren. Nicht nur, dass hier Leute sind, die haben sogar einen DJ. Wir müssen den Stab anfangen. Warte nach. Sofort. Nein, noch nicht. Conrad und die 33. brauchen unsere Hilfe. Und dieser Soldat kann uns hinbringen. Wenn die 33. okay ist, lassen wir uns abholen. Ich wollte drüber springen. Ist komisch, dass... Eine Taste. Feind am Bord. Drüber springen und Nahkampf ist und so. Das ist ein bisschen komisch. Boah, da muss der echt in Deckung gehen, weil. Der ist mir zu weit weg, Leute. Den mach ich. Oh. Hervorragendes Ziel! Feuerbündel! Verstanden! Leg ihn um! Bedrohung eliminiert! Hervorragendes Ziel! Feuerbündel! Alles klar! Ich hab ihn! Oh. Tango erledigt! Ich hab keine Muni mehr? Was? Ach krass! Los, Mann! Ich geb dir Deckung! Sie rücken vor! Drehen. Alles klar. Feind mit Schrotflinte unterwegs! Passt auf! Feind ausgeschaltet! Oh, das hätte ich auch machen können. Ah, da muss man ein bisschen drauf achten. Ah, das ist cool. Kann ich wieder ducken? Ach, krass. Kann am Geschütz zucken. Ja, ich brauche irgendwie... Ja, ich nehme jetzt einmal die AK von dem. Okay, muss nachladen. Weil ich irgendwie keine Muni mehr habe. Deswegen... Verdammt, wo sind die hin? Das war zu leicht, Vorsicht! Wie klar. Na?
Ach so, ich dachte, ich muss da drüber oder drunter. Begib dich zum Nest. Verdammte Scheiße! Los, los, los! Ein verdammter Hinterhalt! In Deckung! Hab ein! Lugo, ich brauche einen Präzisionsschuss auf mein Ziel! Okay, Ziel ist ausgeschaltet. Schrotflinte auf dem Feld! Feuer nicht weg! Schieß zu heiß! Und bleib liegen! Vorrangiges Ziel! Ja. Feuerbündel! Tango ausgeschaltet! Hey, der lebt wieder? Achtung, rechts! RPG, wow. Erster Stock! Ist schon dort, ist schon weg. Feind kommt aus der Deckung! Was? Meine Deckung ist weg? Oh, war das knapp. Bedrohung eliminiert! Hab ein! Oh Gott, verdammt. Erschießt den Gegner! Hey, ihr Wichser! Wisst ihr nicht, was Schluss ist? Klappe zu und feuer frei, Sarge! Da kommt noch mehr über die Düne! Angriff! Cool bleiben, gezielt schießen! Haltet die Augen auf, ich lade nach! Nein, ich hab keine Mann mehr! Neutralisiert! Da baut sich was zusammen! Oh, Scheiße! Ist das keine Munition? Der Sturm erwischt uns wirklich voll! Wir müssen in Deckung gehen! Jungs, ihr müsst den Rest machen. Lugo! Feuer auf! Oh, Scheiße! Da! Der Sturm bringt uns noch alle um! Leute, ich hab keine Munition mehr! Bleibt hier in Position! Wartet auf eine Chance! Ich kann nichts machen. Ich dachte, ich hab die Anti getauscht. Oh, ja, letztlich habe ich wieder Munition. Klar, die hat sich von selbst nachgeladen. Okay, man muss ein bisschen... Adams, Lugo, melden! Hier unten. Au! Alles okay? Ich sagte ja au, oder? Alles gut. Gut, dann auf die Beine, los. Möchte wissen, wo wir sind. Ich glaube, das war's für die erste Folge gleich mal. Schätze, wir sind in dieses Hotel gestürzt, in das wir wollten. Das war's für die erste Folge. Ich bedanke mich mal fürs Zuschauen und wir sehen uns hoffentlich auch in der nächsten Folge wieder. Es bleibt spannend. Die Geschichte soll gut sein. Früher zumindest bei der Kritik wurde sie sehr gut ausgesprochen. Zählt heute auch noch einer der besten Shooter-Stories, sage ich mal. Der ein oder andere hat mir auch erzählt, er fand es jetzt ein bisschen so, ja, war okay. Nichts Bahnbrechendes. Ich habe die Erwartungen jetzt ein bisschen, naja, hochgesetzt nicht, aber dadurch, dass es bei den Kritiken früher immer so sehr gut war, von der Story her, habe ich dann schon ein bisschen was erwartet. Dann haben mir ein oder andere gesagt, naja, und dann habe ich meine Erwartungen wieder runtergeschraubt, aber jetzt sehen wir es mal selber, schauen wir mal, wie es weiterläuft, wie es weitergeht in der Geschichte und ich bin mal gespannt, also bis jetzt, die Dialoge sind ganz cool und es hält sich noch ein bisschen an Grenzen. Es ist halt ein Shooter bis jetzt, aber nicht schlecht. Ich habe schon schlechtere gespielt. Dafür, dass es auch von 2012, glaube ich, ist. Ich bin mir gar nicht sicher. Ich will gar nicht weiter großartig plappern. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao.